Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner Food Lounge. Heute gibt es seit langem mal wieder Cupcakes. Und zwar habe ich heute für euch eine ganz, ganz feine Mischung und zwar zwischen Cookie und Marshmallow. Wir backen heute zusammen Cookie Marshmallow Cupcakes. Der Muffin besteht aus Cookies, also aus einem Cookie-Teig und das Topping ist Marshmallow. Dann legen wir auch gleich mal los mit den Zutaten. Wir brauchen 120 Gramm Zucker, 75 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz und einen Teelöffel Backpulver. Dann brauchen wir 6 Eiweiß, 180 Gramm geschmolzene Butter und 100 Gramm Schokolade. Zum Eiweiß muss ich euch sagen, die 6 Eiweiß müssen wir trennen, also wir brauchen 2x3 Eiweiß. Für das Marshmallow-Topping brauchen wir 4 Eiweiß, eine Prise Salz, 200 Gramm Zucker und ein Becher dunkle Kuchenglasur. Und dann legen wir auch los. Als erstes müssen wir die Schokolade grob hacken, also in grobe Stücke schneiden. Als nächstes geben wir 3 Eiweiße in eine Schüssel mit der Prise Salz und die schlagen wir steif. Ist das Eiweiß steif geschlagen, stellen wir es so lange in den Kühlschrank, bis wir es brauchen. Weiter geht's mit dem Teig. Als erstes geben wir die Haselnüsse, den Zucker, das Mehl, das Backpulver und den Vanillezucker in eine Schüssel und das Ganze verrühren wir kurz miteinander. Und während die Maschine läuft, lassen wir dann die Butter hineinfließen. Also sie muss aber geschmolzen sein, ist ganz wichtig. Dann geben wir noch die restlichen 3 Eiweiße dazu und verrühren das Ganze. Wir brauchen unser Eiweiß wieder und das geben wir nach und nach zum Teig dazu. Zu guter Letzt geben wir noch unsere grob gehackte Schokolade dazu und verrühren das Ganze nochmal vorsichtig. Dann ist auch unser Teig schon fertig und wir können unsere Muffinförmchen befüllen. Wir brauchen natürlich ein Muffinblech mit Muffinförmchen und zum Befüllen nehme ich unheimlich gern einen Eisportionierer. Und meine Förmchen, das waren so Aluförmchen. Die waren nicht teuer. Hier sieht man 6, es sind aber, glaube ich, 9 geworden. Diese Muffinförmchen sind etwas größer als die normalen Papierförmchen und deswegen musste ich gut 2 Kugeln in eine Form füllen. Ich habe mich dann noch spontan entschieden, Cookie Drops oben drauf zu streuen. Und dann dürfen auch schon unsere Muffins für gute 30 Minuten, nein, für 25 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Nach dem Backen die Muffins auskühlen lassen. Für die Marshmallow-Creme geben wir 4 Eiweiße in eine Schüssel plus die Prise Salz. Und das Ganze schlagen wir kurz auf. Wenn das Eiweiß dann so schäumt, kommt dann nach und nach der Zucker dazu. Und dann wird das Ganze richtig steif geschlagen und es soll auch glänzen. Hier sieht man ganz gut, dass es langsames Glänzen anfängt. Und so soll dann die Marshmallow-Creme ausschauen. Also sie soll richtige Fäden ziehen, so wie hier.
Wir brauchen einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle. Dann habe ich hier so ein Weizenglas. Da stecke ich dann den Spritzbeutel hinein. Und so kann man ihn ganz leicht befüllen. Das ist eine ziemlich klebrige Angelegenheit mit dieser Marshmallow-Creme und da hole ich mir immer einen Teigschaber noch und drücke dann die Creme nach unten. Also ich habe ihn fast ein bisschen zu voll gemacht. Es kam oben ein bisschen raus. Aber es geht so eigentlich ganz gut. Man schiebt das einfach nach unten. Bis es unten rauskommt, dann langt's. Und jetzt können wir unsere Marshmallow-Creme auf den Muffin spritzen. Und zwar, das geht so, von der Mitte aus kreisförmig einen Turm nach oben spritzen. Und weil es so schön war, noch einmal. Sehen sie nicht schön aus? Ja, ich habe leider nicht alle gleichmäßig aufgespritzt. Auf jeden Fall bleiben unsere Cupcakes nicht so. Es ist ja Eiweiß, es ist nicht erhitzt worden und das müssen wir jetzt noch machen. Und zwar stellen wir unseren Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze und da müssen die Muffins, also die Cupcakes, noch einmal für 5 Minuten hinein. Passt auf, dass sie nicht zu dunkel werden. Also sie nehmen leicht Bräune an, das ist so Baiser-mäßig. So in etwa sollen sie dann ausschauen. Ja, danach müssen sie nochmal komplett auskühlen, bevor wir den Schokoguss überziehen. Ich habe jetzt hier meine Kuchenglasur geschmolzen und dann nehme ich mir so einen Cupcake. Gut festhalten. Und dann tauche ich ihn kopfüber in die Schokolade und ziehe ihn wieder raus. Und lass ihn etwas abtropfen. Sieht doch toll aus, oder? Ja, und das machen wir dann mit den restlichen ebenfalls. Die müssen dann natürlich auch noch trocknen und das geht am besten im Kühlschrank. Dann verabschiede ich mich auch hier schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, dann abonniert meinen Kanal, das ist kostenlos und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!